Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, was ich immer meine mit Fuel Management, denn ich habe es ja schon häufiger angesprochen, ein richtiges Fuel Management ist der Weg zum Sieg praktisch. Und hierfür lasse ich einfach meine Rakete gerade nach oben fliegen. Mach vielleicht sogar das SAS an, damit das Ding jetzt nicht zu weit abdriftet. Und hoffe mal, dass wir hier relativ weit nach oben kommen. Ich meine, okay, ich habe jetzt einen kleinen seitlichen Drift. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir hochkommen. Ich vermute mal nicht so weit in dieses. Ich habe extra ein Triebwerk genommen, was viel Sprit verbraucht, damit das nicht zu lang geht. Und wir sind bei 10.000, was sage ich da? 12.000. 13.000. 14.000 und wir kommen sogar noch auf die 15.000. Wow. Ja, ich muss gleich von vorneweg sagen, ich habe dieses. Tut mir leid, ich bin leicht erkältet. Ich habe mir praktisch die Idee, so einen Test zu machen, von einem anderen Video geklaut. Bevor jetzt mich allerdings irgendjemand als Nachmacher bezeichnet, was auf YouTube aus irgendeinem Grund immer sehr schnell geht, 17.000, das ist nicht schlecht. Wir merken uns mal 17.000. Ich end den Flug mal. Restart Flight. Ich erkläre kurz gleich, was ich gerade sagen wollte. Ich möchte jetzt nur kurz das hier alles richtig einstellen, damit ihr alles seht. Also wir sind mit maximalem Speed, das sieht man unten an der Geschwindigkeitsanzeige, gerade eben, bis gerade eben zumindest haben wir es gesehen. Ja, sind wir auf 17.000 Meter gekommen. Das ist eigentlich kein schlechter Wert. Aber, also für einen Fuel Tank ist das vollkommen in Ordnung, aber wir wollen ja mehr. Jetzt gucken wir mal. Ich erhöhe jetzt langsam den Wert, bis wir ansteigen. Und jetzt lasse ich den. So, wir steigen wesentlich langsamer. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit ich jetzt so komme. Was ich gerade sagen wollte, ich weiß, dass es einigen Leuten nicht gefällt, wenn ich irgendwie, wenn irgendwelche anderen Leute YouTuber im Endeffekt nachmachen, wie es immer so schön heißt. Aber ich möchte von vornherein sagen, ich mache ihn nicht nach. Mir hat die Idee gut gefallen, mit diesem Test zu gucken, wie hoch ich komme. Und er hat es mit seinem Staging gemacht. Das heißt, wie stage ich eine Rakete richtig, um weit nach oben zu kommen. Und hat alleine durch das richtige Staging von seinen Triebwerken extrem viel Höhe rausgeholt. Das ist ein ziemlich interessantes Ding gewesen. Ihr solltet es euch mal angucken. Ich möchte allerdings heute euch zeigen, wie ihr mit dem richtigen Fuel Management richtige Höhe rausbekommt. Das heißt, es ist im Endeffekt der gleiche Versuch mit einem anderen. Eigentlich ist es ein anderer Versuch, der nur gleich aufgebaut wird, wie der, den er gemacht hat. Nun wollen wir mal gucken. Es sieht ja schon ziemlich knapp aus. Ich meine, mein Fuel rast gerade gegen Null. Und ich bewege mich gerade schön nach oben, bin allerdings schon gleich bei den 10.000 und habe immer noch Fuel übrig. Ich bin also sehr positiv gespannt. Jetzt sind wir schon bei 11.000. Wir waren bei 17.000 ohne Fuel Management. Immer schön merken. 17.000 ohne Fuel Management. Wir sind jetzt bei 14.000, bei 15.000, 16.000 und jetzt sind wir schon bei 17.000. Ich habe noch Fuel. So, jetzt fliege ich erst ohne Fuel. Das habe ich ja vorhin auch gemacht. Das heißt, ich kann weiterkommen. Ich war jetzt bei 18.000, meine ich, mit dem gleichen Fuel gekommen, wie ich beim letzten Mal bei vollen Brennstufe ohne Fuel überhaupt gekommen bin. Also, nochmal konkret. Ich habe mit einem schwächeren Antrieb zwar eine größere Zeit gebraucht, um nach oben zu kommen. Allerdings bin ich wesentlich weiter nach oben gekommen als mit starkem Antrieb. Mit starkem Antrieb 17.000, mit schwachem Antrieb bewege ich mich jetzt gerade auf die 27.000 zu. Also 10.000 Meter mehr. Ja, passt. Wir haben 10.000 Meter mehr. Das kann man sich auch mal hier auf der Map anschauen. Das ist schon ordentlich. Also der Apoapsis befand sich bei 27.000. Das ist ziemlich genau sogar 10.000 Meter mehr. Hier nochmal die Fuel. Ich bin ungefähr auf diesen Strich hier unten gegangen. Ja, damit hoffe ich, habt ihr endlich mal gesehen, wie. Kann man hier irgendwas sehen? Ja. Wie stark dieses Fuel Management was ausmacht.
Ich meine, wer es mir jetzt nicht glauben sollte, dem weiß ich auch nicht, was der noch für einen Beweis braucht dafür. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich gucke jetzt gerade durch diese Kapsel ganz gespannt und bewegen uns Richtung Boden. Und unser kleiner Carbonaut wird wahrscheinlich sterben, es sei denn, ich beende den Flug. Was ich jetzt auch tue. Das Video war relativ kurz, ich hänge noch was Kleines hinten dran. Ich möchte nämlich jetzt auch mal selber aus eigener Neugier wissen, was dieses Starkantrieb. Ich hasse dieses Teil. Boah. Einen Moment bitte. Wie gesagt, ich bin leicht erkältet und möchte euch allerdings dieses unnötige Husten und Niesen nicht zumuten. Deswegen habe ich jetzt einfach mal mich kurz gemutet. So, da sind wir auch schon wieder auf der Landefläche und ich finde es übrigens wahnsinnig toll, dass auf dieser Spitze diese ganze Rakete stehen kann. Ich möchte mal eine Rakete oder irgendwas in dieser Größe sehen, das auf so einer Spitze stehen kann. Wie dem auch sei, wir haben gerade gelernt, wir machen nicht maximalen Fuel, sondern wir gehen nur ungefähr hier hin und starten. Uiuiui, das hat aber schon ganz schön heftigeren Antrieb. Da könnte man eigentlich sogar noch wesentlich weiter runtergehen. Jawohl. Ich möchte das Video allerdings nicht im Rahmen sprengen, deswegen lassen wir es mal hier. Ihr seht, ich könnte noch wesentlich weniger Sprit verbrauchen und ihr seht jetzt schon, dass mein Spritverbrauch verhältnismäßig zu meiner ansteigenden Geschwindigkeit doch enorm kleiner ist als gerade eben. Das heißt, diese Teile, diese Spitzenteile, die lohnen sich echt diesen Jahr. Wahnsinn, ich habe wieder mein SRS vergessen. Ich bin echt so ein Held manchmal. Und ja, wie ihr seht, fliegen wir hier Richtung Himmel. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Es war jetzt kein so richtiges Tutorial, was ich allerdings machen könnte. Jetzt der Graphical World. Den wollte ich vorhin nicht anmachen, damit ich nicht überspringe, wenn ich irgendwo weit oben bin. Außerdem solltet ihr sehen, dass ihr natürlich eine Zeitverzerrung habt. Also ihr müsst natürlich davon ausgehen, dass es langsamer geht. Warum fliege ich jetzt wieder mit Jab? Ich habe doch Jab schon in den Weltall geschickt, oder? So, und wie wir gesehen haben, wir befinden uns schon bei 30.000 Meter, also mit diesem Antrieb. Also mit der richtigen Auswahl des richtigen Antriebs schaffen wir es auch nochmal wesentlich weiterzukommen. Ich wäre mir sicher, dass wir es sogar auf 50.000 Meter geschafft hätten, hätte ich bei wirklich minimalstem Fuel geburnt. Aber so haben wir es auch ziemlich weit geschafft. Jetzt sind wir schon mit 43.000. Alter Schwede. 44.000. 45.000. Oh mein Gott, kommen wir echt noch auf die 50.000? Ja, das werden wir. Warten, ich könnte den. Ja, ich hab's jetzt auch einfach mal gucken. Der befindet sich noch bei 55.000. Das bewegt sich nicht so schnell nach unten. Ja, da sind wir auf den 50.000 angekommen. Wir haben es mit nur lediglich einem Fuel Tank in den Orbit geschafft. Klar, wenn ihr jetzt eine große Rakete drumherum baut, glaubt nicht, dass ihr mit diesem Teil hier in den Orbit kommt, weil ihr habt dann ja ein größeres Gewicht. Aber es ist schon enorm, was dieses kleine Triebwerk eigentlich leisten kann. Wenn ich jetzt theoretisch noch Fuel hätte, noch mal einen solchen Zylinder mehr Fuel übrig hätte, könnte ich wahrscheinlich sogar damit einen stabilen Orbit machen. Naja, könnte, hätte, wenn und aber, was auch immer. Wir sinken jetzt wieder. Genau, und mit diesem Sinkflug, der für Jeb definitiv der Tod bedeuten würde, verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn ich euch irgendwelche lustigen Dinge aus Kerbal Space Program zeige, beziehungsweise auch mal wieder was in den Weltraum schieße. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Ich werde es versuchen umzusetzen, allerdings ich bin kein Meisterflieger, also ich kann solche Grundlagen, ich kann die Basics, ich kann die Theorie, aber in der Praxis scheitert es meistens. Vielleicht könnte ich es auch so machen, dass ihr mir Raketen schickt, die ihr selbst gebastelt habt und sagt, hey, die wollte ich unbedingt mal im Internet präsentieren, ich habe da so eine Rakete, die ist total toll oder die sieht lustig aus oder die kann was ganz Tolles oder vielleicht kann sie innerhalb von ein paar Sekunden Körbel einmal umrunden, keine Ahnung, was ihr da Schönes fabriziert. Ich habe ja schon einige coole Dinge im Internet gesehen. Wenn ihr also Lust habt, mir sowas zu senden, dann schreibt mir eine PM mit einem Download-Link. Am besten benutzt ihr dafür dann File-Uploader oder sonstige File-Sharing-Seiten. Dazu gibt es so viele Seiten und wenn ihr keine findet und was weiß ich was, dann schreibt mir eine Nachricht, dann suche ich euch eine raus, wenn es sein muss. Das ist dann auch kein Problem.
An dieser Stelle war es das auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, euer Yannick.